Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Beschützerin des Waldlandes anzunehmen bei Melitar Starkhelm. Soweit ich weiß, ist keine Vorquest dafür nötig, dennoch könnt ihr hier im Chat nachlesen, welche Quests ich davor erledigt habe, falls ihr nachschauen wollt. 18. Ah, das wird sich schon aktualisieren. Hoffentlich. Das Ganze in Feldwasil. Shadow Glen an dieser Position. Ich kann leider nicht hineinzoomen, weil das in WoW Classic nicht ging. Also auch im jetzigen WoW Classic, das 2019 erscheint, befinde ich hier auf dem Beta-Server. Quest ist angenommen. Wie ihr seht, wird sie nicht verfolgt. Und wenn man ins Questlog geht und Shift-Links-Klick drückt, passiert nichts. Also kann man nichts beobachten. Ich zeige euch jetzt, wo sich diese Beschützerin befindet, damit ihr sie nicht allzu lange suchen müsst. Und hier erkennt man sie schon. Sollte euch das Video helfen, wisst ihr Bescheid, Daumen hoch und oder abonnieren, würde mich sehr freuen, bestimmt viel mehr, als ihr euch darüber freut, diese Dryade zu finden. Hallo. Also meine Freude ist dann riesengroß. Und ja, die Quest ist hier abzugeben bei Tavindrella in Teldrassil Shadow Glen, also an dieser Position zwischen dem H und dem A. Zeige euch auch ein bisschen das Gebiet. Es kann auch passieren, dass dies so ein bisschen umeinander läuft. Gibt es Danke fürs Zuschauen. Hoffe, das Video konnte euch helfen. Ciao.